Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich bei meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. In unserer 34. Lektion beschäftigen wir uns jetzt mit der Vorschleife und hier dann in dem Fall sogar in zwei Listings. Hier in unserem Beispiel möchte ich in diesem ersten Beispiel hier wieder den Verweis anbringen, dass wir hier wieder einen PHP-Code haben, in dem von Zeile 1 bis 9. Hier haben wir einige Kommentare. Und hier ist die eigentliche Vorschleife. Und die Vorschleife zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier wieder eine Bedingung haben, ähnlich wie wir schon bei der While-Schleife gehabt haben. Dann wieder hier geschwungene Klammern. Und innerhalb der geschwungenen Klammern wird dann etwas ausgeführt, solange diese Bedingung erfüllt ist. Und das Besondere ist jetzt hier bei der Vorschleife, dass wir hier einen Startwert haben. Es wird das immer gezählt. Es wird hier wieder eine Bedingung angeführt. Und es wird hier dann auch gleich festgelegt, dass etwas dazugezählt wird oder verringert wird. Etwas dazugezählt wird, i++ entspricht ja gleich i ist gleich i-1 oder i ist gleich i+1, je nachdem, ob man plus oder minus will. Und dann schaut es so aus, dass hier begonnen wird bei 1, beim ersten Durchgang, hier wird das dann gleich ausgegeben, mit einem Zeilenumbruch, mit dem ersten Durchgang 1 ausgegeben, 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem, wird immer weitergezählt und solange es im kleiner gleich 10 ist, wird das Ganze ausgeführt. Wenn es dann 11 wäre, wird diese Schleife dann verlassen. Hier sieht man dann ein Beispiel dafür, wie man auch Vorschleifen verwenden kann, um Elemente eines Arrays auszulesen. Wir haben ja Elemente eines Arrays schon kennengelernt. Hier haben wir so ein Array, $Städte. Mit diesem Array werden hier drei Elemente zugewiesen, die Namen Wels, Linz und Steyr. Das heißt, unser Array hat jetzt drei Elemente. Ich habe jetzt aber hier die Funktion Count. Mit der Funktion Count kann ich hier festlegen, wie viele Elemente unser Array hat. Und so kann ich dann eine Schleife festlegen, eine Vorschleife festlegen, die dann wieder innerhalb der geschwungenen Klammern sich dann auch auswirkt und sagt dann Echo-Städte, $i. Und i läuft dann von 0 weg, weil ein Array ja bekannterweise auch immer bei 0 beginnt. 0, 1, 2 wäre der Index hier für dieses Array. Kann man dann mit Hilfe dieser Vorschleife dann eben diese Städtenamen dann ausgeben. Und die Schleife weiß jetzt, bis wann sie eben laufen soll, weil wir hier mit Count, $Städte, genau das die Anzahl der Elemente dieses Array Städte dann erkennen kann. Und somit läuft dann genau 0, geht 0 beim ersten Mal, beim zweiten Mal 1 und beim dritten Mal 2 dann als Index gewählt und dementsprechend hier dann ausgegeben. Also Vorschleifen können sehr praktisch sein. Ein Hinweis, mache hier unten die Aufgabenstellung, damit du dann auch gleich sehen kannst, wie das in der Praxis ausschaut. Versuche dieses Problem zu lösen. Und von meiner Seite danke für das Zuhören, Zuschauen. Danke.